Servus, schön, dass ihr wieder Zeit gefunden habt, hier hereinzuschauen in diesen wunderschönen sonnigen Kanal. Er ist nicht immer sonnig, manchmal ist es auch bewölkt, trüb, auch regnerisch, heute sonnig. Es geht um die Decke hier in diesem Raum, ihr könnt jetzt wahrscheinlich nicht sehen. Ich werde euch herholen. Oben sind Kanthölzer mit ungefähr 40 mal 30. Dann habe ich diese Dampfbremse, diese 5x5 Lattung und es wurde alles verputzt. Hier habe ich zuerst einen Durchgang machen wollen. Der wird jetzt verschlossen und auch mit einer Dampfbremse und Steinwolle isoliert. Jetzt will ich hier die Bretter raufgeben. Ich habe die Bretter schon sehr lange liegen, aber ich konnte mich nicht richtig oder nie richtig dazu entscheiden, was ich da wirklich jetzt raufgebe. Meine Grundidee wäre gewesen, ich hätte einen Rahmen und Füllungen machen wollen, so quasi wie im Schloss Schönbrunn, aber das ist dann doch zu viel Zeit und zu viel Arbeit. Daher mache ich nur normale Nutfederfichte mit einer Faser, aber ich werte diese billige Holzverschalung quasi, werte ich ein wenig auf, indem ich sie bürsten werde und kalk. Ich habe noch nie gekalkt, Testflächen habe ich schon gemacht. Diese Bretter habe ich schon sehr lange am Dachboden liegen gehabt und bei diesen Holzpreisen jetzt ist das ja auch ein finanzieller Hintergrund, wenn man das Holz nimmt, was man schon lange liegen hat. Oder ich müsste mir welches kaufen, um diese Decke, wie ich sie zuerst geplant habe, zu machen. So kommt mir das erstens noch billiger und vielleicht ist das auch schön. Also es ist ja eine Holzdecke und das sollte von Haus aus schon schön sein. Hier die Musterflächen, die ich angefertigt habe, nur zu sehen, wie das mit Kalk funktioniert. Ich habe dazu einfach Sumpfkalk genommen und habe den aufgetragen mit einem Stofftuch. Das werdet ihr dann später sehen. Hier habe ich Fichte gehobelt genommen. Hier hält das eigentlich nicht sehr gut. Die Oberfläche ist nicht sehr interessant. Hier, so war es vorher, so ist es jetzt. Hier habe ich Leinöl aufgetragen. Ich glaube, das wird nicht mehr weiß. Wenn es trocken ist, werden wir sehen, aber spricht mich jetzt nicht an. Also schaut aus wie normal geölt. Wenn das Weiße nicht durchkommt, ist das nicht interessant für mich. Hier Eiche, auch nicht geschliffen und hier geölt. Und hier habe ich Fichte gebürstet mit so einer Makita-Bürste. Und das habe ich jetzt gekalkt. Hier geht der Kalk auch nicht mehr so leicht herunter. Durch das Aufschleifen hält er sich anscheinend besser fest. Und die Oberfläche ist auch viel interessanter durch das Anrauen quasi. Zuerst werde ich es auf die Länge schneiden und dann werde ich es bürsten. Und anschließend wird es gekalkt, abgewischt, trocknen und dann wird es an die Decke genagelt, geschraubt. Das werde ich mir noch überlegen, was interessanter ist. Auf jeden Fall, ich schneide die ganze Decke gleich auf Maß. Das sind 377, 378 schneide ich es ab. Ich schaue immer, ob Risse sind. Die Seite mit den Beschädigungen schneide ich immer weg. Hier ist alles in Ordnung. Hier auch, dann wäre es egal, wo ich was wegschneide. Durch die lange Lagerung am Dachboden und das Hin- und Herräumen sind ein paar Federn beschädigt, aber das macht jetzt nichts aus. Natürlich könnte ich mir hier auch einen Anschlag bauen und müsste nicht jedes messen. Aber ich will, dass die Zeit vergeht. Etwas zu klein hier für diese großen Teile. Jetzt werde ich das Ganze hier bürsten mit dieser Maschine. Da ist unten so eine Bürste bei der Bürste. Sonst würde sie nicht Bürstmaschine heißen, sonst würde sie Besenmaschine heißen. Die schöne Seite immer. Könnte mir hier gleich zwei hinlegen. Hier eine Taschenlampe. Hier ist gebürstet. Gebürstet, nicht gebürstet. Kann man den Unterschied erkennen? Also, tasten kann man es. Hier sind die harten, also die Jahresringe bestehend. Der ist nicht weggeschliffen worden. Und hier beim weichen Holz ist was rausgeschliffen.
Hier ist es glatt, wirkt ein bisschen so, wie wenn es schon älter wäre. Je länger ich da drauf bleibe, natürlich, umso tiefer schleife ich das Weichholz, das weiche Holz heraus. Aber auf der Decke sieht man das nicht. Mir geht es nur darum, dass etwas strukturbetonter quasi, dass dieser Kalk die Struktur etwas mehr betonen kann. An meinen Musterstücken hat man ja gesehen, es muss geschliffen sein. Und ja, im Keller muss ich auch noch eine Decke machen. Ich werde diese Methode dann wieder anwenden. Den letzten Teilen angelangt, gleich ist es geschafft, das Bürsten. Gehörschutz habe ich mir jetzt auch aufgesetzt, weil mir das Ganze einfach zu laut war. Jetzt richte ich alles her, um zu kalken. Das hier und einen Pinsel brauche ich noch. So eine Abdeckung. Die Abdeckung bringt jetzt nicht sonderlich viel. Jetzt ist die Frage, ob ich vielleicht ein wenig Wasser dazugeben sollte oder nicht. Ich glaube, ich werde mir das mit etwas Wasser verdünnen. Ich glaube, wenn ich es mit Wasser anrühre, muss sich nichts abwischen. Das vermute ich jetzt. Werden wir gleich probieren. Ich hole mir Wasser. Ich habe jetzt schon einige gestrichen. Also nur mit der Pasta, das war überhaupt sehr mühsam. Beim Abwischen, ihr habt das gesehen, das bröckelt, das war nichts Gescheites. Jetzt gebe ich mir hier immer Wasser dazu. Rühre das ein wenig auf. Jetzt ist aber das Problem, ich weiß nicht, ob es abgewischt werden muss oder nicht. Jetzt werde ich eines abwischen, die anderen habe ich jetzt alle abgewischt. Das ist aber unnötige Arbeit, vielleicht muss es nicht sein. Jetzt streiche ich eines, das wische ich nicht ab und eines wische ich ab und dann sehe ich den Kontrast. Streiche ich ganz normal jetzt mit dieser Milch an. So, jetzt nehme ich das Tuch wieder und wische das ab. Das lege ich hierher, da weiß ich morgen, das ist das Abgewischte und das Letzte, jetzt streiche ich ein, wische es nicht ab und lasse es liegen. Das Mischungsverhältnis ist natürlich immer jetzt verschieden, weil ich es ja nicht gleich anmache, aber ich will irgendwie ein bisschen ein Leben in dieser Decke haben. Pinsel lasse ich drinnen. Das lasse ich jetzt so stehen. Ich kann euch kurz drüber schwenken. Hier habe ich mich verletzt vorher. Vielleicht ein bisschen Mitgefühl, so. Ich höre das nicht. So sieht das aus, wenn es noch nass ist und frisch. Hier bei den Hintern kann man schon etwas des Weißes sehen. Das ist schon fast trocken. Die zwei hinteren waren die, die ich mit der Paste quasi eingeschmiert habe. Und ab dem dritten habe ich das mit Wasser gemacht. Jetzt bin ich gespannt. Hier unten, eventuell ist es schon ein wenig trocken. Ich würde sagen, lassen wir uns überraschen, lassen wir das trocknen bis morgen. Und dann sehen wir, wie das Ganze ausschaut. Und wenn es genügt, ohne abzuwischen, erspare ich mir diese Arbeit. Also,
schlafen gehen, alle hopp, hopp, brav ins Bett gehen und ja nicht aufs Handy schauen. Jetzt habe ich noch zwei zu streichen und die Farbe ist aus. Jetzt werde ich euch trotzdem mitnehmen. Ihr habt mich überzeugt, dass ich euch das zeige, wie ich, wenn ihr es unbedingt sehen wollt. Also ich nehme mir hier aus dem Fass ganz wenig heraus. Ein bisschen noch, obwohl das schon fast zu viel ist. Klopfe das ab. Ich habe geklopft, jetzt kommen die Hunde, weil sie glauben, es hat jemand geklopft. Jetzt kommt hier Wasser hinein und jetzt rühre ich das Ganze in das Wasser ein. Jetzt rühre ich das ein. Jetzt geben wir das erste Brett hinauf. Es ist zufällig Besuch da, jetzt nutze ich das gleich aus. Dann kann er mir kurz helfen und später werden wir kontrollieren, wie das gestern ausgeschaut hat mit der Farbe, mit dem Trocknen und was besser ist, wie ich weiterarbeiten werde. Also wir werden das erste mit einem Laser gerade, denn wenn das gerade ist, laufen die anderen auch gerade. Wenn man hier irgendein Brett nimmt und nagelt es an die Decke, dann ist das rund und das ist nicht gut. So Erich, nimmst du das? Erich, bist du gut drauf heute? Ja, passt doch. Wir sollten nicht so viel über unser Wohlbefinden reden. Hey, haust du darüber? Du bist viel gelenkiger, er ist nämlich über 50 und ich bin so um die 30 herum und er ist etwas besser beieinander, aber man muss sagen, ich bin in Tschernobyl hineingefallen. Und bei dir war überhaupt nichts, oder? War bei dir auch Tschernobyl? Nein. Tschernobyl, da war ich schon in der Pubertät. Naja, dafür bist du gut benannt, ja. Er kann, in dieser Position war ich das letzte Mal als Säugling. Ja, wie weit kann man weg? Hast du einen Moosbandel da? Natürlich. Oh, der gute Dank, oh, so uns. Schau her, Erich. Wir sind, da haben wir die Vorderkante, sehen wir, 12, oder? Was haben wir da? 12? Oder 11, 5? 11 sind das. 11. Mit der Feder, nein, die Feder. Nein, ohne Feder. Ohne Feder. Das heißt, sind 11, 8. 11, 8, also 12 und ein Zentimeter Luft hin. Das heißt, 13 messen wir heraus. Wir messen von der Wand 13 cm weg, machen uns einen Strich. Er auch. Und dann verbinden wir das mit dem Laser. Und dann ist automatisch das Brett gerade, ganz einfach. Jetzt stellen wir den Laser ganz rüben an die Wand, dann sollten wir alle Striche erwischen. Du musst jetzt bei mir um ca. 6 cm heraus. Also das ist bei dir fast nichts. Jetzt sieht man den Laser und den Strich. Bei mir gehst du her, Erich. Gehst 5 außer. Jetzt für. So bist du ganz genau. So, jetzt wollen wir einen Strich machen, oder? Ja, jetzt müssen wir alles verbinden, genau. Falls sich der Laser jetzt bewegt, jetzt machen wir hier überall einen Strich. Ich hoffe, ihr könnt das von da unten überhaupt sehen. Und am Ende könnten wir jetzt, wenn wir wollten, diese zwei Latten, die wir nicht mehr sehen, mit einer langen Wasserwaage übertragen. Also, dass man sich das hier herhält und diese zwei Striche noch macht. Aber ich hoffe, das habt ihr jetzt gesehen, diese Sportlichkeit. Aber so genau müssen wir dann auch nicht arbeiten. Das ist das erste Teil, das kommt hier an die Wand ran, wir werden es schießen. Ist das zu lang? Da muss man bei der Ecke was wegschneiden. Warte, ich hole die Stichsäge schnell. Schneid mal gleich einen Zentimeter weg. Ha? Okay. Wie schaut's aus? Passt. Ich habe Luft da jetzt auf Zentimeter, jetzt habe ich 15 mm. Ja, da bin ich jetzt. Ja. Die Knie da oben. Ja, passt, dann schneid das noch weg. Ja. Den einen Zentimeter Luft zur Wand wollen wir einhalten, denn das Holz arbeitet. Jawohl, das geht super. Also warte, tu da einmal. Ein bisschen außerirdisch. So genau. Du passt, ja. Bisschen rein. Geht besser wie Schraufen, ha? Ja, und heute. Und heute genauso, ja. Hopp, ui, ui. Und da. Ja, so ungefähr, gell? Kommst du in die Mittagspause? Oh! Erich ist extrem gelenkig. Wie gesagt,
wo wir jetzt hinfilmen, wissen wir nicht genau. Aber man muss auch mal riskieren können. So, jetzt schauen wir uns das genauer an. Hier war quasi bei der ersten Reihe der Strich, den wir mit dem Laser hergestellt haben. Und nach diesem Strich haben wir ausgerichtet, dass das hier schnurgerade ist. Und gekalkt ist wirklich wunderschön. Hier ist etwas viel Luft jetzt, circa 2 cm. Drüben macht die Mauer einen ordentlichen Buckel. Warum macht sie einen Buckel? Weil ich die Mauer selbst gemauert habe. Daher macht es einen Buckel. Ich wollte es hier in diesem Raum rustikal haben. Dieser Raum soll so aussehen wie vor 200 Jahren. Das Einzige, das nicht passt, ist diese Glühbirne. Ansonsten wäre dieser Raum antik. Mit einem Nagler wird es angeschossen, mit einem Luftdrucknagler. Das hält eigentlich sehr gut. Und hier kommt dann später irgendeine Platte her, die werde ich andübeln. Und an diese Platte kommt dann eine schöne Leiste angenagelt und so kann ich etwas diese Buckeln ausgleichen. Man sieht es nicht so gut und es sieht trotzdem schön aus. Das wäre mal meine Idee. Schauen wir, was es wirklich wird. Jetzt gehen wir in die Werkstatt. Die Hunde liegen im Weg. Muss ich drüber steigen? Jetzt gehen wir in die Werkstatt und schauen uns an, also welche Version die einfachere und bessere ist. Jetzt wäre es draußen so schön und wir krebsen hier herinnen herum. Jetzt haben wir die Fläche. Also die erste Fläche, die ich nur mit der Paste eingerieben habe, das kann man vergessen, wird nicht gleichmäßig. Muss ich mit dem Pinsel nochmal nachstreichen und dann kann ich alles herunterwischen, das zu viel ist. Die Fläche, die ich gestrichen habe und abgewischt habe, ist die schönste Fläche. Aber durch das Abwischen braucht man viel Tücher, das gefällt mir nicht. Und hier, dieses Brett haben wir gestrichen und nicht abgewischt. Wenn ich euch aber hier zeige, hier habe ich jetzt das probiert zum Wegwischen. Wenn ich das wegwische, am besten mit einem Tuch, schaut das so schön aus, wie wenn ich es gleich abgewischt habe. Die beste Lösung für mich ist es jetzt, ich werde streichen, trocknen lassen und dann draußen im Freien abwischen. Dann ist dieser Staub am Boden und ich kann mit einem Tuch alles abwischen. Ich brauche keine Handschuhe, es ist einfacher. Aber wenn es jemand streichen will und gleich abwischen, ist das auch kein Problem. Das Endergebnis ist ähnlich. Wichtig ist, draußen ist es sehr schön jetzt, aber ich werde trotzdem nicht in der Sonne streichen. Wenn ich in der Sonne streiche und die Seite, die ich nass mache, trocknet so schnell in der Sonne wieder ab, drehen sich die Bretter enorm. Das habe ich schon des Öfteren erlebt. Streichen, streichen. Ich werde mir diese Farbe wieder aufrühren. Viel einfacher für mich. Und es wird gleichmäßiger. Ich werde euch jetzt noch schnell zeigen, wo ich mit Kalkpaste eingelassen habe, wie das jetzt ausschaut. Also wirklich nicht sehr schön. Ich hoffe, das könnt ihr dann auf der Kamera sehen. Ich nehme mir aber die Farbe jetzt gleich mit, dass ich euch das zeigen kann. Die habe ich hier nur mit der Paste eingelassen und hier ist es sehr fleckig, weil man mit der Paste nicht genau sieht, wo schon Farbe war und wo nicht. So, wie gesagt, normal im Freien streichen ist nicht optimal. Die Hunde genießen die Sonne. Wilma? Klaust? Wie ich das genau anmache, ich mache das jetzt eigentlich genauso an wie die Wandfarbe, nur ohne dass ich jetzt auf ein Mischverhältnis achte, könnt ihr in mein Video hineinschauen, wo ich den Hühnerstall kalke, auch sehr gut gegen Bakterien, gegen Ungeziefer. Im anderen Video Herstellung vom Sumpfkalk könnt ihr sehen, ich habe mir das Gemisch gekauft und habe es ja dann nur gelöscht. Wenn man das in einen Feuchtraum so macht und so kalkt und die Feuchte wird zu viel, wird das nicht so schnell schimmelig. Wenn man sich irgend so Kalkfarben aus dem Geschäft kauft, glaube ich nicht, dass diese auch diese positive Wirkung haben von diesem Kalk. Also bin ich mir ziemlich sicher. Falls ich mich täusche, schreibt es in die Kommentare. Ja, ist ja geil. So. Ah, warte, jetzt weiß ich nicht, was man sieht. Oh. Scheiße, wo ist der Stich so? Komm schon, Erich. Erich, ich bin schon wieder hier. Sei nicht traurig. Das musst du wegschalten, Nadja, jetzt ist es gestört.
So, Nadja, ich komm schon, beruhig dich. Nadja, du musst dich beruhigen ein bisschen, nicht immer so angespannt sein. Ja, na, ein bisschen beruhigen.